Ja, wunderbar. Ich begrüße alle recht herzlich zu einem neuen EduTalk zum Thema Webinare gestalten mit Zoom und Co. Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass so viele da sind und den Weg hier reingefunden haben. Wir hatten ja beim letzten Webinar ein bisschen Schwierigkeit mit dem Buchungssystem, dass viele gar nicht mehr reingekommen sind. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so der Fall. Ansonsten, ja, wie gesagt, gibt es ja immer noch einen Livestream und eine Aufzeichnung. Zum Ablauf heute. Sie sehen, Zoom hat heute eine etwas andere Oberfläche als sonst. Das liegt daran, dass wir die Webinar-Software, das Webinar-Add-on von Zoom auch benutzen, was ich in diesem Fall jetzt auch gleich mal nachher vorstellen werde. Das heißt, hier sind erstmal alle Teilnehmerinnen als Zuschauer im Prinzip einsortiert, ohne Kamera, ohne Mikrofon. Das hat auch einen ganz besonderen Grund und da werde ich nachher auch noch mal drauf zurückkommen. Es gibt auch keinen klassischen Chat, weil ich habe heute für dieses Format das Vorgehen gewählt, weil wir heute sehr viele Leute sind. Es gibt 500 oder fast 500 Anmeldungen und da kommt es wirklich ein bisschen oder kann es wirklich sehr chaotisch werden, wenn man, wie jetzt in meinem Fall, alleine ein Webinar auch gestaltet. Also ich bin heute auch alleine, habe jetzt auch keinen Kollegen für die Moderation etc. Es gibt aber unten einen Button bei euch und Ihnen, da steht F und A, das heißt Fragen und Antworten. Das heißt Fragen, die sich auf das Webinar beziehen, die ihr habt, könnt ihr dort bitte hinschreiben. Ihr könnt dort auch die Fragen der anderen einsehen, ihr könnt diese bewerten. Und ich werde jetzt erstmal mit einem kleinen Impulsvortrag starten. Das ist dann etwas frontaler. Und danach die letzte, sag mal, halbe Stunde, 20 Minuten dann eben auf die Fragen eingehen. Von daher schaut euch einfach mal an, was gibt es dort für Fragen? Gibt es vielleicht Leute, die haben die gleiche Fragen? Dann bewertet diese bitte. Guckt, dass ihr sie nicht doppelt stellt, weil wenn ich dann nachher 500 Fragen habe, dann dauert es einfach auch ein bisschen länger, diese zu beantworten. Genau. Wie gesagt, ihr könnt diese auch bewerten oder einfach auch schon mal beantworten, wenn ihr das wollt. Und ich sehe so im Hintergrund, hier läuft schon mal eine ganze Menge. In Ordnung, wir fangen an, Webinare gestalten mit Zoom und Co. Und ich habe mir als Präsentationsmethode oder Möglichkeit heute überlegt, wie beim letzten Mal auch, ein Miro-Board zu benutzen, das ich dann auch gleich als Methode auch vorstelle, weil Miro, das ist ein ganz fantastischer Dienst, der für den Bildungsbereich auch kostenlos genutzt werden kann für Präsentation, für Interaktion, gemeinsames Arbeiten etc. Worum geht es heute? Wir wollen generell mal einen Blick darauf werfen. Wie gehe ich vor, wenn ich ein Webinar plane? Das heißt, ich habe jetzt hier so mehrere Bereiche. Was für Formate gibt es überhaupt, die ich auch benutze? Was sind Anforderungen an eine Software? Denn Zoom ist zwar meiner Meinung nach eine super tolle Software, aber sie ist nicht die einzige und natürlich kann man auch mit Go to Webinar oder Webex oder wie sie alle heißen, auch entsprechend Webinare machen. Aber ich habe so ein paar Anforderungen, die ich brauche. Dann, wie geht man vor? Planung eines Webinars. Das heißt, vor dem Webinar, während des Webinars, nach dem Webinar gehen wir alles mal zusammen durch. Ich habe hier dann auch noch so eine kleine Liste mit Energizer, mit Interaktionen, was wir machen können, damit ein Webinar auch ein bisschen lebendiger wird. Es gibt hier eine Menge Links, eine Menge Tipps und auch das Thema Datenschutz soll auch nicht zu kurz kommen, aber es soll natürlich auch nicht das Webinar komplett vereinnehmen. Ja, gehen wir einfach mal ganz kurz vor, was ist denn ein Webinar? Das ist immer so eine schwierige, also eigentlich gar keine schwierige Frage. Das Wort setzt sich ja zusammen aus Web und Seminar, also ein Online-Seminar. Und genauso gut könnte ich jetzt auch fragen, was ist denn eigentlich ein Seminar oder was ist eine Unterrichtseinheit? Und dann gibt es auch je nachdem, wer diese Einheit gestaltet, wer dieses Seminar gestaltet, ganz unterschiedliche Ansätze, ganz unterschiedliche Formate. Ja, also das kann man ja auch nicht so über einen Kamm scheren. Deswegen
eine Frage, die im Vorfeld ja geäußert wurde, ist ein Webinar im Prinzip eine Online-Vorlesung, frontal, wie es jetzt vielleicht auch ist. Ja, kann es sein, muss es aber nicht. Das kommt immer ganz auf Zielgruppe und auf Inhalte drauf an. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal, was gibt es denn für Möglichkeiten oder was habe ich selber auch für Möglichkeiten, Zoom zu nutzen oder Online-Bildungsangebote zu gestalten. Gibt es natürlich einmal den klassischen Vortrag, das heißt ein Thema, ein Referent, wie es jetzt im Prinzip auch ist. Wir haben jetzt derzeit, ich muss mal gerade auf die Liste gucken, 355 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier im Chat. Das heißt im Prinzip eine Art Vorlesung mit Rückfragemöglichkeit etc. Was gibt es noch? Eine Präsentation. Ähnlich wie bei einem Vortrag kann ich auch eine Präsentation online halten. Alle Präsentationsprogramme, die ich auf dem Computer habe, sei es jetzt PowerPoint oder auch die webbasierten wie Prezi oder wie auch immer, kann ich natürlich auch in online gestützte Formate mit einbinden und dort auch eine Präsentation, einen Vortrag, einen Elternabend in den digitalen Raum auch mit übertragen. Ein Webinar kann aber auch eine Expertenrunde sein. Nicht immer ist es nur einer der Experte, sondern es gibt auch mal viele Experten, die sich untereinander unterhalten. Da ist die Meeting-Funktion von Zoom einfach fantastisch, weil ganz viele, also bis 49 Personen auch gleichzeitig angezeigt werden können und ein digitaler Dialog auch stattfindet. Wir hatten letztens zum Beispiel ein Barcamp, Online-Barcamp angeboten, durchgeführt mit über 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das hat in mehreren Videokonferenzräumen stattgefunden und die Leute konnten sich wirklich zu ja, didaktischen Themen, zu Bildungsthemen in vielen kleinen Videokonferenzen, in kleinen Gruppen auch austauschen. Und wenn man mag, kann man das aufzeichnen, kann man das streamen über Facebook, über Webseiten, über YouTube etc., ganz wie man das möchte. Ein Webinar kann aber auch sowas wie ein Live-Talk sein. Das ist jetzt ein Screenshot aus dem Gedankenflimmern-Podcast von meinem Kollegen Michael Grunewald und mir. Einmal im Monat unterhalten wir uns über Themen Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft. Und ja, das ist auch so eine Art Podcast, aber mit der Live- und Interaktionsmöglichkeit. Wir sind in der Regel zusammen. Jetzt in Corona-Zeiten machen wir das natürlich auch getrennt. Wir berichten von Veranstaltungen, von Fachtagungen, wenn wir dort gerade zufällig sind und haben dort einfach auch die Möglichkeit, in einem Art interaktiven Live-Podcast auch das Webinarformat oder das Online-Format auch zu wählen. Ja, was ist Webinar noch? Webinar kann zum Beispiel auch sein, dass eine Moderation einerseits vor Ort ist, andererseits aber auch online ist. Das ist jetzt ein Screenshot von einer Veranstaltung. Dort habe ich einen Vortrag gehalten und mein Co-Redner, der David Rödler im Hintergrund, der war gerade in Salzburg, wo er wohnt und war dann im Prinzip frei, dazugeschaltet. Er konnte über eine schwenkbare Kamera konnte er die Leute auch sehen. Die Leute konnten über Funkmikrofone sich mit ihm unterhalten. Da konnte auch eine Interaktion stattfinden. Und das ist im Prinzip ja auch eine Einbindung eines Webinarformates in ein analoges Bildungssetting. Ich habe das Ganze mal hybrides Webinar genannt. Wird das wahrscheinlich so in der Fachlektüre noch nicht geben. Wer von euch und Ihnen Forum Erwachsenenbildung die Fachzeitschrift erhält in der aktuellen Ausgabe, ist längere Artikel auch darüber. Da geht es im Prinzip auch darum, analoge Veranstaltungen, wie wir sie hier vor Ort haben, zu öffnen, dass die Leute online nicht nur zugucken können, sondern auch dabei sein können. Das ist im Prinzip in dem Fall, der Referent war aus Berlin mit dazugeschaltet, es waren Teilnehmer mit dazugeschaltet und es war ein dialogbasierter Themenabend mit der einen Hälfte online, der anderen Hälfte offline vor Ort, vernetzt über Funkmikrofone, über schwenkbare Kameras etc. Kann ich nachher gerne auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Was natürlich auch sein kann, die Gruppe ist vor Ort und der Referent ist online, je nachdem. Also wir heben mit der Webinartechnologie ja auch so ein bisschen die
Grenze von Ort und ja, Zeit jetzt nicht direkt. Das ist immer noch ein synchrones Webinar. Das heißt, Referent und Teilnehmerinnen, Teilnehmer sind zur gleichen Zeit, aber der Ort muss nicht der gleiche sein. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Screen oder ein Foto von einer Veranstaltung, wo wieder auch der David Rödler als externer Referent mit dazugeschaltet war. Die Leute waren vor Ort. Über eine Kamera, die steht hier links auf dem Tisch, konnte der Herr Rödler aus Salzburg über das Internet die Kamera fernsteuern, konnte sich im Raum umschauen, über Funkmikrofone konnte ein Dialog stattfinden. Muss man jetzt gucken, will ich das unbedingt so machen? Ich finde, das hat einfach unheimlich viel Potenzial, wenn es darum geht, Veranstaltungen zu öffnen und barriereärmer zu machen, das heißt auch Zugänge zu bieten. Webinare kann man auch gemeinsam erleben, das heißt, man muss nicht nur als Einzelner oder Einzelne jetzt vor dem Computer sitzen und ein Webinar mitschauen, sondern man kann auch als Gruppe an einem Webinar teilnehmen, je nachdem, wie es vom Format aufgebaut ist. Wenn man eine bestimmte Technik hat, wenn man bestimmte Methoden hat, ist es problemlos möglich, ich sag mal, auch Gruppen an unterschiedlichen Orten für Bildungsformate auch zusammenzuholen. Webinare können interaktiv sein. Das ist jetzt ein Screenshot, den kennt vielleicht viele von Ihnen. Zoom-Meetings, das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind alle über Webcam und Mikrofon mit dabei. Es ist dialogbasiert. Man kann in Kleingruppenräumen, in die sogenannten Breakout-Sessions gehen. Man kann Rückmeldung geben, man kann miteinander interagieren. Das ist jetzt doch mal ein anderes Format als jetzt Zoom-Webinar, das, was wir jetzt haben, was eher für größere Gruppen und für Vorträge mit anschließenden Fragerunden dann auch geeignet ist. So, ein Webinar kann auch sozial sein. Das ist auch immer so ein Vorteil. Online-Formate müssen jetzt nicht nur die Webinare, es können auch Online-Barcamps, Online-Fachtage, wie auch immer. Da fehlt die soziale Interaktion. Das ist nicht wirklich immer so. Also man kann auch mit Hilfe einiger Tricks und Kniffe auch eine soziale Interaktion fördern. Hier in dem Beispiel, das war von unserem Online-Barcamp. Wir haben den Tag noch vor der offiziellen Begrüßung mit einer gemeinsamen Tasse Kaffee angefangen. Ja, das heißt, wir haben uns mit einem Frühstücksgetränk der Wahl vor der Webcam getroffen, haben uns zugeprostet und haben so im Prinzip schon mal eine erste Interaktion in der Gruppe gestartet. Was auch machbar ist, fand ich eine ganz tolle Idee aus Salzburg, auch vom David, der eine digitale Vernissage auch organisiert hat. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld einen Piccolo-Sekt zugeschickt bekommen und dann haben sie auch erstmal mit einem Sekt angestoßen. Und also da gibt es einfach Möglichkeiten, im Vorfeld und auch am Anfang Interaktion zu schaffen. Also ihr seht, ich benutze jetzt einfach auch mal das Ihr der Kürze wegen. Ihr seht, es gibt viele unterschiedliche Formate, genauso wie ich im Bildungsbereich auch unterschiedliche Formate anwende. Es kommt ja immer darauf an, was ich für eine Gruppe habe, was ich machen will. Dann wähle ich ein Format. Ist es ein Vortrag? Ist es eine Diskussionsrunde? Ist es ein Fishbowl, ein World Café etc.? Diese ganzen Methoden können wir auch in einen digitalen Raum übertragen. Und dafür müssen wir uns einfach im Vorfeld auch einige Gedanken machen. Bevor ich an die Softwareanforderungen komme, rutsche ich hier einfach schon mal vor. Ich habe hier mal unterteilt, so Gedanken vor dem Webinar, während des Webinars und nach dem Webinar. Und wie bei einer Veranstaltung vor Ort mache ich mir natürlich bei einer digitalen Veranstaltung auch erstmal Gedanken, was ist überhaupt das Thema? Wer ist die Zielgruppe? Wer ist Expertin oder Experte? Was ist der Inhalt? Das sind ganz elementare Fragen. Mache ich wie jetzt zum Beispiel eine Art Online-Vorlesung mit mittlerweile 361 Personen? Oder mache ich eher Kleingruppen, dass ich sag mal 5er, 6er oder 10er Gruppen sich unterhalten? Ja, oder mache ich ein Fachgespräch und eröffne im Prinzip einen Videokonferenzplatz, wo jemand aus dem Publikum mit dazukommen kann? Das wäre der Fishbowl im Prinzip. Das ist erstmal ja das Format, was abhängig von meinen Vorüberlegungen ist.
Dauer und Uhrzeit natürlich. Wir müssen gucken bei Online-Formaten, dass wir nicht die Dauer von analogen Veranstaltungen 1:1 übernehmen. Wir können zwar Fachtage, die eigentlich über den ganzen Tag gehen würden, in den digitalen Raum transferieren, aber die Veranstaltung sollte dann auch keine 8 Stunden am Stück dauern. Also es ist einfach erfahrungsgemäß anstrengend, einen gewissen Zeitraum lang digitale Formate auch zu folgen. Unser Barcamp war mit über 90 Personen nach 3,5 Stunden beendet und das war also mit Pausen dazwischen. Und das war für viele auch nochmal so ein Punkt, wo sie gesagt haben, okay, das war jetzt an der Grenze. Jetzt bei dem Webinar versuche ich einfach mit dem Häppchen in einer Stunde ungefähr durch zu sein, etwas über einer Stunde. Und alles, was darüber hinauskommt, muss man einfach schauen, macht man Folgeveranstaltungen. Mache ich in diesem Fall auch. Wir haben jetzt hier erstmal die Grundeinführung, dann am Mittwoch gibt es ein Webinar zum Thema Interaktion fördern, dann die Woche drauf gibt es ein Webinar zum Thema Präsentieren in Webinaren. Also das heißt, dann kann man das wirklich, wenn man ein großes Ziel hat mit vielen Spezialisierungen, das dann mehr auf mehrere kleinere Schritte auch unterteilen, eventuell noch Zwischenschritte, Aufgaben verteilen, was die Leute dann zu Hause in Eigenarbeit auch nochmal machen, um sich auf das nächste vorbereiten zu können, wenn man ein längerfristiges Bildungskonzept hat. Die Frage der Interaktion ist auch ganz wichtig. Inwieweit möchte ich Interaktion erstmal überhaupt mal haben oder fördern? Und da macht es auch einen Unterschied, wie viele Leute sind jetzt hier. Bei über 300 Leuten in einem Webinar möchte ich natürlich nicht, dass jetzt erstmal alle Mikrofone und Webcams an sind. Zum einen die Kameras. Ich sehe sowieso nicht alle. Maximal würde ich 49 sehen, aber dann die Leute, die über die Online-Kanäle mitgucken, erkennen gar nichts mehr. Und Mikrofone, das gibt einfach ein Durcheinander. Das ist wie bei einer analogen Veranstaltung. In einem kurzen Zeitraum mit 300, 350 Leuten kriege ich auch keinen ausgewogenen Diskurs hin. Da muss ich methodisch einfach in Kleingruppenarbeit gehen, wenn ich das wünsche. Ja, eine Anmeldung. Wünsche ich eine Anmeldung? Möchte ich keine Anmeldung? Ist auch wichtig. Das ist vielleicht auch ein Kriterium, was dann letztendlich auch die Software erfüllen soll oder kann. Vielleicht ein Buchungsmanagement. Man kann das Ganze natürlich auch manuell machen und mit 20, 30, 40 Leuten hält sich das auch im Rahmen. Ab 100 kann es dann aber auch schon etwas unübersichtlich werden. Und nachher gehen wir auch nochmal so ein bisschen auf technische Gestaltung, auch wie ich angefangen habe. Und da kann ich dann einfach auch zu den Gedanken auch nochmal was sagen. Genau. Zugänglichkeit, Barrieren, das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiges Thema, weil für jedes gute Webinar-Tool muss ich irgendwie etwas installieren, um teilnehmen zu können. Also ganz bei dem Adobe Connect, was es vorher gab, musste man sich ein Add-on installieren, um über Browser teilnehmen zu können. Webinar oder GoToWebinar. Und auch jetzt hier bei Zoom kann man zwar auch über den Browser teilnehmen, aber das bessere Erlebnis ist auf jeden Fall auch über die Software und auch die bessere Qualität. Und da muss man jetzt einfach schauen, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichen Barrieren. Ich akzeptiere sehr gerne, wenn jemand sagt, okay, ich möchte keinen Zoom nutzen, aus den und den Gründen. Wir dürfen das in der Einrichtung nicht nutzen oder wie auch immer. Und da muss ich einfach überlegen, was für zusätzliche Angebote kann ich noch starten. In diesem Fall, was datenschutzrechtlich jetzt keineswegs, ich sag mal, besser ist, aber was die Zielgruppe angeht, ein ganz großer Mehrwert ist, streame ich diese Veranstaltung live auf Facebook. Facebook, das ist einfach für die Erwachsenenbildung, ich sag mal, ein ganz großes Hauptkommunikationskanal. Das merke ich jetzt derzeit auch. Sehr viel Kommunikation findet über soziale Medien statt. Das heißt, für diejenigen, die keinen Zoom nutzen wollen, aber einen Facebook-Account haben, die können abgespeckt über Facebook mitgucken. Die können dort nur kommentieren, die können aber nicht mitreden. Und für diejenigen, die kein Facebook nutzen wollen, da besteht die Möglichkeit, den Facebook-Livestream über einen sogenannten iFrame in eine Website einzubinden. Das heißt, da habe ich dann hier in unserem Blog, das zeige ich einfach mal, auch nochmal einen Button mit Video-Livestream und dann kann man sich den Livestream hier auch nochmal direkt von der Website aus angucken, der jetzt gerade nicht startet.
weil ich mit diesem Browser in einem anderen Fenster bereits in Facebook eingeloggt bin. Okay, aber das sind einfach die unterschiedlichen Barrieren, die ich versuche zu reduzieren, möglichst viele niederschwellige Zugänge auch anzubieten. Während des Webinars, ich kann ein Webinar alleine führen, ich kann es auch mit mehreren anderen führen, ich kann auch eine Diskussionsrunde mit 40, 50 Leuten führen, das ist überhaupt kein Problem, aber da ist es auch wichtig, eine stringente Gesprächsführung, auch eine Rednerliste zu führen. Das ist auch wie bei einer analogen Veranstaltung auch. Also ihr merkt, es ist unheimlich viel, erschreckend ähnlich wie bei einer analogen Veranstaltung. Ich muss im Vorfeld Mikrofone kontrollieren, Soundcheck machen. Und was ich ganz wichtig finde, das ist dieser Punkt, Fehler zulassen. Es gibt manche Menschen, die sind sehr, ich sag mal, intolerant gegen Fehler. Ja? Ich finde, wir brauchen jetzt gerade in Zeiten der Corona-Krise eine ganz neue Fehlerkultur. Wir müssen uns selber auch mal zugestehen, Fehler machen zu dürfen. Weil viele von uns sind jetzt einfach gezwungen, auf neue digitale Formate umzusteigen, diese auch zu nutzen, diese zu erstellen, diese zu kreieren, auszuprobieren. Und da müssen auch Fehler passieren dürfen. Und da appelliere ich einfach nur, probiert aus, ja, traut euch, auch einen Fehler zu machen. Man kann solche Webinare im Prinzip im Vorfeld auch schon mal aufzeichnen, alleine im Kollegenkreis vorführen, dass man so einen leicht geschützten Rahmen hat. Man muss nicht immer direkt, ich sag mal, groß anfangen mit 300, 400 Leuten. Auch hier bei uns im Blog Erwachsenenbildung-ekhn.blog gibt es ja die Mediathek. Und wenn man hier mal ganz weit zurückgeht in der Mediathek, so sind wir jetzt so 2018, genau. Das sind Veranstaltungen, die finden wirklich im kleinen Rahmen statt. Da waren 6, 7, 8 Leute mit dabei. Da seht ihr mich mit einem normalen Sennheiser-Headset, USB-Headset, mit einer normalen Webcam. Da braucht man kein Studio oder wie auch immer, sondern man kann einfach mal klein anfangen und ausprobieren, Erfahrungen sammeln. Und wenn es sich wirklich lohnt, dann auch mal investieren und konzeptionell weiterarbeiten. Hilfe in Anspruch nehmen, auch mal ein wichtiger Punkt. Gerade was Kommentarfunktionen oder sowas angeht oder auch mal vielleicht Co-Moderatoren mit ins Boot holen. Feedback einholen ist auch ganz wichtig. Das machen wir am Schluss. Ihr alle bekommt am Nachhinein, sobald die Aufzeichnung da ist, eine E-Mail von mir mit einerseits dem Link zur Aufzeichnung, andererseits aber auch den Link zu diesem Miro-Board, wo ihr auch nochmal alles nachgucken könnt und einem Link zu einem Feedbackbogen. Und da wäre ich euch einfach unheimlich dankbar, wenn ihr mir auch ein Feedback hinterlasst, gerade was auch so Zugänglichkeit und Qualität, Inhalt angeht. Bin ich sehr interessiert und nehme sowas auch immer sehr ernst, was jetzt hier auch in dem Bereich nach dem Webinar einfach ist. Feedback ernst nehmen, weitermachen, immer weitermachen. Ah, genau, so, jetzt hatte ich ja gesagt, jetzt werfen wir nochmal einen Blick hier und jetzt möchte ich nochmal kurz nutzen, um auch mal einen Blick in dieses Tool Miro auch zu werfen, was ja eigentlich auch ein ja, Interaktionstool ist, nicht nur ein Präsentationstool. Das heißt, ihr seht schon von der Form her, es ist ein großes Whiteboard im Prinzip, wo ich reinzoomen kann, wo ich mit unterschiedlichen Medien arbeiten kann, mit Karteikarten etc. Ich kann neue Karteikarten oder Post-its kann ich hier einfach hinzufügen, kann meinen Text hier mit dazu schreiben, kann das Ganze anordnen. Und vor allen Dingen das Schöne bei Miro ist auch, ich muss das nicht alleine machen. Ich kann einerseits das Board nachher freigeben, dass ihr alle reingucken könnt, aber ich kann damit auch kollaborativ, also zusammen mit anderen Menschen arbeiten. Das heißt, wirklich so ein Metaplan-Kartensystem mit anderen Personen zusammen. Genauer werden wir das am kommenden Mittwoch auch nochmal vorstellen. Und das ist einfach auch super, wenn man irgendwie Themensammlungen macht oder Absprachen, wie auch immer. Da können die einzelnen Kärtchen, die können noch gewotet werden, die können kommentiert werden. Das ist eine ganz tolle Sache. Und wie gesagt, für den Bildungsbereich ist Miro kostenlos. Muss man beantragen, brauchen allerdings ein Weilchen. Also das ist jetzt noch die Basisvariante, mit der ich arbeite. Mein Antrag, der wird schon seit 3 Wochen bearbeitet. Die haben jetzt gerade auch sehr viel zu tun.
Ich sagte vorher, Zoom ist nicht die einzige Software, die es gibt. Zoom soll auch nicht so in den Himmel gelobt werden. Es ist eine fantastische Software, jetzt auch mit so vielen Leuten einfach stabil zu übertragen und zu arbeiten. Da haben wir mit anderen Programmen schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Aber ich hatte gesagt, ich habe gewisse Anforderungen an eine Software. Und das ist zum einen, es ist die Bildschirmfreigabe, dass ich so wie jetzt den Bildschirm freigeben kann, Inhalte zu zeigen, Audio abspielen zu lassen, Video abzuspielen, einfach, dass andere Leute auch was sehen und auch ja, ich auch was präsentieren kann. Barrierearmut, das hatten wir vorhin schon mit den unterschiedlichen Zugängen, was wir hier bei Zoom auch haben. Stabilität, Audio und Video. Das ist halt etwas, wo sich meiner Meinung nach professionelle und auch Bezahl-Angebote von den Open-Source- und kostenlosen Angeboten unterscheiden. Ich bin großer Fan der Open-Source-Szene. Ja, ich nutze auch Nextcloud Talk. Auch Jitsi finde ich toll. Allerdings ab einer gewissen Personengröße, 8, 9 Leuten, macht das einfach keinen Spaß mehr. Und wenn ich ein Webinar haben möchte, wo ich auch mal mit 80, 90, 100 Leuten teilnehmen kann oder machen kann, dann brauche ich einfach eine stabile Software. Android, iOS-App, das heißt Nutzung über mobile Geräte, das ist ja eigentlich schon ja, Standardvoraussetzung. Unheimlich viel spielt sich heutzutage über mobile Geräte ab. Früher hat man ja noch vom mobilen Internet und vom festen Internet gesprochen. Eher ist es andersrum, viel mehr Leute nutzen das Internet über mobile Geräte und da müssen wir einfach auch den Komfort bieten, den Zugang bieten. Chat ist so auch ja, eine Funktion oder ein Rückkanal, wie wir das hier über das Fragen- und Antwort-Tool haben, dass es eben nicht zu einer einseitigen Kommunikationsblase wird, weil sonst könnte ich auch einfach ein Video aufnehmen und ihr könntet euch das anschauen, sondern wir wollen ja gleich auch nochmal auf die zahlreichen Fragen auch nochmal mit eingehen. Nutzung mit und ohne Registrierung. Und hier hat Zoom einfach auch nochmal eine tolle Funktion, wie andere Programme sicherlich auch über die Registrierung. Das heißt, es gibt im Vorfeld dann auch nochmal eine Erinnerungs-E-Mail. Es gibt auch für mich die Möglichkeit, auch nachzuschauen, wer von denen, die sich angemeldet haben, wie lange die auch teilgenommen haben. Ja, das ist vielleicht dann noch interessant, wenn man Zertifikatskurse macht. Und da muss ich mich auch echt ein bisschen entschuldigen gegenüber des letzten Webinars. Da habe ich nämlich noch nicht diese Funktion gekannt in den tiefsten Tiefen meines Dashboards und noch gesagt, meines Wissens nach ist das nicht möglich, das genau zu kontrollieren. Also es ist möglich und ich habe mich in den letzten Tagen wirklich sehr tief in das Dashboard eingearbeitet von Zoom und man kann wirklich nachkontrollieren bei einer angemeldeten oder bei so einer Registrierungsfunktion, welcher Nutzer wie lange von wann bis wann auch teilgenommen hat. Wie gesagt, wichtig, wenn es auch um Zertifikate oder Teilnehmerbeschränkungen gibt. Meeting versus Webinar. Das möchte ich jetzt hier einfach auch mal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir ja, oder viele von euch kennen ja im Prinzip schon Zoom-Meetings. Das heißt, es ist ein Videokonferenz-Tool. Jeder ist per Audio, per Video auch mit da, kann auch mitreden. Und da sieht das Zoom-Webinar ein klein wenig anders aus. Das Webinar-Add-on ist ein kostenpflichtiges Add-on, was man zusätzlich zu der Zoom-Meeting-Lizenz nochmal braucht. Es kostet auch wesentlich mehr Geld als die Zoom-Meeting-Lizenz. Und ich muss sagen, vieles kann man über Zoom-Meetings machen. Das ist mein zweites Webinar über das Webinar-Add-on. Und mein Fazit ist jetzt eigentlich, dass ich das Webinar-Add-on eigentlich nur wegen dieser Fragen- und Antwortgeschichte nutzen möchte. Und das zeige ich jetzt mal ganz kurz. Ich gebe den Bildschirm hier mal komplett von mir frei. Das ist mein großer Monitor, vor dem ich jetzt hier sitze. Ich habe hier die Diskussionsteilnehmer, ich habe hier an der Seite die Zuschauer, das seid ihr jetzt gerade alle, 360. Und ich kann jetzt Personen, die ich mit als Diskussionsteilnehmer haben möchte, entweder Sprechrechte zuweisen oder sie zu Diskussionsteilnehmern befördern. Dann ist es im Prinzip wie bei Zoom-Meetings. Ja, aber für mich das Entscheidende ist ja diese Frage- und Antwort-Funktion. Wir alle kennen den Chat.
Das ist ein Rückkanal. Jeder schreibt was rein und dann rasselt das einfach so weg. Und wenn ich 500 Beiträge habe, dann finde ich das nicht mehr. Das Frage- und Antwort-Tool, das bündelt jetzt die Fragen. Ich ziehe das hier gerade in die Mitte hier mit rein. Und ich kann jetzt auch jemanden zum Co-Moderator auch benennen, der mich jetzt auch unterstützt, diese Fragen und Antworten jetzt auch mit zu beantworten. Das heißt, jetzt hier ist hier oben zum Beispiel die Frage von Christian Reifert, wird es ein digitales Handout geben? Und dann kann ich sagen, okay, ich antworte jetzt hier direkt im Chat oder ich antworte im Video. Christian, ja, wird es geben. Ich schicke euch nachher per Mail, sobald die Aufzeichnung da ist, wie gesagt, den Link zu dem Miro-Board sowie die Aufzeichnung vom Webinar zu. Für den Fall hat sich jetzt für mich die Antwort erledigt. Ich kann hier auf Erledigt klicken und die Frage wird Richtung Beantwortet verrutscht. So, genau. Das heißt, auch nachher, wenn ich jetzt meinen Vortrag mache, habe ich hier schön sortiert meine ganzen Fragen und verliere die einfach nicht aus dem Blick. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz wertvolle Funktion, die ich im Meeting nicht habe, die ich bislang bei 40, 50 Leuten nicht gebraucht habe. Ja, aber ab 100 wird es echt unübersichtlich. Und bevor was verloren geht, kann man sich überlegen, ob man für dieses Format Webinar dann auch so ein Add-on braucht. Ansonsten auch ein elementarer Unterschied. Meeting ist mehr kollaborativ. Das heißt, viele kennen die Sessionsräume, die Breakout-Sessions. Das sind virtuelle Kleingruppenräume. Die habe ich im Webinar-Add-on nicht. Ja, das heißt, ich kann hier wirklich nur für eine erstmal frontale Geschichte oder für ein Format, wo ich die Diskussionsteilnehmer klar von den Zuschauerinnen und Zuschauern auch abgrenzen möchte. Dazu muss man immer im Hinterkopf haben, die Webinarfunktion, die wird sehr viel im universitären Einsatz genutzt und das geht wirklich hoch bis 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da muss man sich dann halt wirklich fragen, inwieweit macht es dann wirklich Sinn, bis zu welcher Gruppengröße, dass sich Leute einfach alle dann dazuschalten und ich hier nur noch einzelne Kacheln sehe, oder lege ich jetzt wirklich Wert auf die Information und mache eher etwas Frontaleres. Ansonsten Umfragefunktion habe ich hier genauso drin wie bei Meetings auch. Das heißt, ich kann Abfragen starten, Umfragen starten, diese einblenden. Den Chat könnte ich freigeben, die Untertitelfunktion, das ist soweit alles ähnlich. Und ich werde auch noch in das Handout noch mit reingeben, eine Übersicht von Zoom, Unterschied, Webinar und Meetingfunktion. So, ich gehe jetzt nochmal zurück in mein Miro-Board, sobald ich das denn jetzt hier finde. Ich habe den Browser geschlossen. Ja, das ist genau. Ich bin browserunkoordiniert. Ich habe jetzt gerade meinen Browser geschlossen. Sollte man nicht machen, aber das ist ja kein Problem. Ich gebe direkt hier einen neuen frei. Auch das ist was in einem Webinar passieren kann. Da muss ich zugeben, für mich ist das Ganze ja auch noch ein bisschen Experimentierfeld. Deswegen bieten wir jetzt ja auch gerade auch zahlreiche Webinare natürlich auch kostenlos an, weil wir ja auch selber jetzt erstmal Formate entwickeln müssen. Und es gibt bei Digitalformaten Ereignisse, ich schalte mal kurz zurück, gibt es Ereignisse, die können einfach passieren, die kann man nicht einplanen. Oder man klickt irgendwie mal ein Browserfenster weg, das ist das, was ich zur Fehlerkultur meinte. Strom fällt mal aus. Ich hatte auch mal eine Situation, gerade im Homeoffice, wo eins meiner Kinder ein Handy aufladen wollte und dafür den Stecker von der Fritzbox rausgezogen hat und dann halt das Internet weg war. Das passiert alles, aber auch das zur erwähnten Fehlerkultur. Okay, springen wir noch mal ganz kurz in das Miro-Board, bevor ich dann gleich auf das Thema Datenschutz und die Fragen eingehe. So. Genau, richtig, wir hatten ja hier noch die Energizer, die Interaktionen. Das ist ja auch immer so ein beliebter Punkt, wie schaffe ich es, ich sag mal, die Menschen auch ein bisschen zu motivieren, Kennenlernspiele zu machen, diese sogenannten Social Energizer. Wie vorher erwähnt, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Und eines zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, der gemeinsame Umtrunk, so als erste Interaktion.
oder auch so kleinere Spielchen. Da hat der Jöran Musmerholz hier auch eine tolle Idee, dass jeder ein Post-it vor seine Kamera klebt und dann jeweils bei Fragen, bei Ja- oder Nein-Antworten die Post-its dann löst. Das ist ein schönes Farbspiel. Ja-Nein-Quizze mit Kamera ein, Kamera aus kann man auch machen. Führt, glaube ich, jetzt zu weit, alles jetzt auch anzusprechen, weil wie bei analogen Veranstaltungen gibt es eine Menge Spiele oder Initiierungen für Gruppenprozesse. Und da verweise ich gerne auf einen Blogartikel der Jungen Akademie Wittenberg vom Kollegen Tobias Thiel, der hier auch schon sehr viel zusammengefasst hat. Das lohnt sich da wirklich auch mal reinzugucken. Oder auch hier in das Padlet-Online-Seminar vom Servicebüro Jugendinformation. Der Markus Gerstmann hat hier auch ganz viele tolle Informationen zusammengestellt. Und man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Man kann ja auch einfach gucken, was haben andere schon mal gemacht und was kann ich übertragen. Wichtig aber auch für ein gutes Gelingen eines Webinars ist die Technik und auch das Setting. Ja, also allein die, das Licht, die Mikrofone, Lautsprecher, das macht unheimlich viel. Ob ich jetzt zum Beispiel so jetzt vor meiner Kamera sitze, ich habe jetzt das komplette Licht ausgeschaltet, ja, oder mit der externen Beleuchtung, die um mich hier herum ist, ob ich ein Greenscreen hinten dran habe, viele kennen es, Zoom hat die Funktion der virtuellen Hintergründe und ich sitze jetzt im Prinzip auch nur vor einem grünen Tuch. Es ist noch nicht mal ein professioneller Greenscreen, es ist einfach ein grünes Tuch und kann dort einen virtuellen Hintergrund machen. Das macht schon mal unheimlich viel an Qualität, aber auch natürlich Audio, das heißt gute Mikrofone, eine gute Kamera, dass einem einfach nicht so die Ohren säuseln, man nicht so schnell Kopfschmerzen bekommt. Und da müssen wir einfach gucken, oder uns bewusst machen, dass jeder auch zum Gelingen eines Webinars, einer Videokonferenz, eines Online-Formates durch die Qualität der Hardware auch schon mit beiträgt. Auch hier habe ich dem Pfeil folgend ein paar Links mit hinzugefügt. Und um das jetzt hier auch nicht zu vertiefen, weil es geht ja wirklich um Grundlagen und nicht so um die spezifische Hardware. Wir haben bei uns im Blog auch noch ein Webinar, wo es genau nochmal gezielt um Technik geht. Das heißt, wer sich da wirklich mal in ein Arte Mini, das ist ein Videomischpult, mal reinarbeiten möchte oder wissen möchte, wie man Spiegelreflexkameras oder auch Camcorder als Webinar oder Webcam nutzen kann, das ist dann genau der richtige Punkt. Da beschäftigen wir uns dann auch ein bisschen mehr mit der technischen Seite. So, Links und Tipps. Da füge ich immer mal wieder ein, was mir so wunderbar und tolles zum Thema Webinargestaltung über Zoom und auch zusätzliche Tools unter die Lupe kommt. Hier sind zum Beispiel auch ein paar Videos drin zum Thema auch Techniktipps. Ein Video, was ich mal die produziert Qualität hatte, eines Webinars. Da geht es einfach darum, dass ich verschiedene Mikrofone, verschiedene Kameras mal demonstriert habe, damit, dass man sich das auch selber mal anhört. Oder hier die Aufzeichnung von unserem Edu-Talk zum Thema digitales Teamwork, wie man einfach mit mehreren Leuten auch interaktiv über Webinare zusammenarbeitet. Zudem eine Linkliste von Tools, von Artikeln. Miro ist zum Beispiel ein ganz tolles Tool, was ich hier empfehle, aber auch Padlet oder PolUnit sind Tools, die wir auch nochmal in anderen Webinaren im Detail vorstellen, gerade jetzt am Mittwoch zum Thema Interaktion fördern. Aber wie gesagt, hier sind einfach nochmal die Links dazu. Und jetzt nochmal das große Thema Datenschutz. Zoom ist ja, oder das wird ja auch viele von euch jetzt einfach auch interessieren, das war auch in den letzten Webinaren immer mal wieder Thema. Zoom war in den letzten Wochen sehr negativ in der Presse. Beziehungsweise es wurde ein Eindruck vermittelt, dass andere Dienste sicherer sind, weil sie eben nicht so stark in der Presse vertreten waren. Also es gab bei Zoom einige Sicherheitslücken, die alle auch gefixt wurden. Ein Link zu einem ganz tollen Artikel ist in diesem Miro-Board, wo diese ganzen Schritte von Vorwürfen, von Berichterstattung, von dem, was Zoom gemacht hat und aktueller Stand, ist in diesem Board beigefügt. Punkt, um jetzt zusammenfassend einfach zu sagen,
Zoom an und für sich ist DSGVO-konform, ja, und Privacy Shield zertifiziert. Das hessische oder das Bundesland Hessen hat jetzt zum Beispiel alle Videokonferenzsysteme, also alle gängigen, als okay für den Übergang jetzt erstmal erklärt, dass diese zum Beispiel auch für die Bildungsarbeit genutzt werden dürfen. Ansonsten, wir haben nochmal über einen Anbieter, Connect4Video, einen deutschen Anbieter mit deutschem Serverstandort, der sich dem kirchlichen Datenschutz unterwirft, mit Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Das heißt, jetzt erfüllt bei uns in diesem Fall Zoom sogar auch die strengeren Richtlinien des kirchlichen Datenschutzgesetzes. Und vor allen Dingen, was man auch noch wissen sollte, seit der letzten, des vorletzten Updates auf Version 5 sind auch die Gespräche zum Server richtig gut verschlüsselt, auch die Informationen auf dem Server. Das heißt, die viel kritisierte, fehlende oder mangelhafte Verschlüsselung ist jetzt auch behoben. Also von daher spricht meiner Meinung nach und auch die Meinung von vielen Fachleuten der Nutzung von Zoom überhaupt nichts mehr entgegen. Und da bitte ich einfach auch mal für diejenigen, die das nochmal interessiert, hier in diese Artikel nochmal reinzuschauen. Gerade der vom Datenschutzguru Hilfe ist Zoom eine Datenschleuder. Aber auch die Stellungnahme der FELZ, das ist ein Verband der österreichischen E-Learning-Hochschulen, die eine Stellungnahme zu Zoom im pädagogischen Kontext auch nochmal geschrieben haben, auch nochmal sehr interessant zu lesen. Gut, soweit erstmal von mir der kurze Input. Wie gesagt, ich schicke Link und so weiter, Aufzeichnung gerne per E-Mail rum. Und jetzt trinke ich erstmal ein Glas Wasser. Moment. Das ist übrigens auch was zum Thema Setting. Wenn ihr Veranstaltungen über Zoom macht, die länger sind, also ganz gefragt sind gerade Online-Fortbildungen, die gehen dann so vormittags 2 Stunden, nachmittags 2 Stunden oder über Tage verteilt, immer so 2-3 Stunden. Weist bitte darauf hin, holt euch was zu trinken mit dabei und also, dass man hier wirklich gemütlich auch da sitzen kann und sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung. Jetzt wollen wir mal einen Blick auf die Fragen werfen. Da sind ja einige jetzt hier reingekommen und ich gebe jetzt auch einfach den Monitor mal frei, dass wir alle jetzt auch mal gucken, was ich jetzt da genau mache. Und dann gehen wir die einzelnen Fragen mal durch und ich hoffe, dass wir jetzt auch alle rankriegen. So, Julia schreibt hier, stockt alles, liegt es an euch oder an mir? Hier stockt es ab und zu. Mit der Videoqualität, das ist halt auch nochmal eine Geschichte, das hat mehrere Faktoren. Die Videokonferenz an und für sich, die findet auf den Servern von Zoom statt. Ja? Das heißt, wenn etwas nicht flüssig läuft, kann es an dem Server von Zoom liegen oder auch an der eigenen Internetverbindung. Da aber das Webinar bei vielen gut läuft, tippe ich jetzt erstmal auf die Auslastung der eigenen Internetverbindung. Das mussten wir auch bei dem Online-Barcamp leider feststellen, dass 8-9 Leute die Veranstaltung verlassen mussten, weil die Internetverbindung zu schwach war oder sie haben über Handy teilgenommen und dann war das Datenvolumen einfach verbraucht. So, dann klicke ich jetzt mal Antwort eingegeben und habe im Video geantwortet und ist erledigt. So, der Sprecher ist nicht synchron. Das kann natürlich auch sein ab und an. Hat auch was damit zu tun, dass einfach Audio wie auch Videosignal getrennt übertragen wird und je nach Übertragungsrate kann eine leichte Latenz mit drin sein. Bitte ich einfach zu entschuldigen. Nichts, was ich jetzt direkt beeinflussen könnte. So, bei mir ist die Übertragung gut, das ist doch wunderbar. Bekommen wir die Aufzeichnung? Ja, natürlich bekommt ihr die Aufzeichnung und wie gesagt, einmal auf Facebook läuft jetzt der Live-Mitschnitt, aber mit der E-Mail, die ihr die Tage bekommt, sehr wahrscheinlich heute Abend oder Freitag, je nachdem, wann die Aufzeichnung fertig ist, bekommt ihr dann auch den Link dazu. Gut, wie gestaltet man Abfragen, Umfragen mit Zoom? Werde ich jetzt auch noch mal ganz kurz beantworten. Und zwar gibt es hier unten diesen Button mit Abfrage. Den hat jeder Host eines Meetings oder auch eines Webinars. Das ist
gleich bei beiden. Hier kann ich zum Beispiel draufklicken und dann auf Bearbeiten gehen und dann öffnet sich hier in meinem dritten Fenster die Webseite von Zoom und ich kann jetzt hier eine Umfrage einstellen und ich mache jetzt erstmal eine Umfrage. Ich kann jetzt hier eingeben, stelle ich diese anonym oder nicht. Wie geht es euch? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. So, sehr gut. Gut. Geht so. Ugh, mein Rücken. So, und dann sage ich hier auf Speichern. Und in diesem Moment, wo ich Speichern klicke, ist die Umfrage auch schon fertig in meinem Zoom drin. Und mit einem Klick auf Umfrage starten ist die jetzt bei euch. Und ihr könnt jetzt alle mal sagen, wie es euch geht. Okay, ich sehe jetzt hier oben, 79% haben gevotet. Ich kann jetzt die Umfrage beenden und man muss mal gucken, auf welchem Monitor kommt denn hier was an. So, da kann ich die Resultate freigeben und jetzt sollte jeder so das Ergebnisfenster sehen. Und ich finde es erstmal klasse, dass es 81% von euch noch gut geht. Wunderbar, das freut mich erstmal sehr. Gut, ich beende die Freigabe der Umfrage und ich glaube, dann ist damit auch die Sache erledigt. Das Barcamp habt ihr mit welchen Tools realisiert? Genau, da haben wir mit unterschiedlichen Tools zusammengearbeitet. Eine ganz große Rolle hat Padlet gespielt. Das will ich jetzt einfach auch mal ganz kurz hier zeigen. Padlet ist auch eins dieser Tools, die ich für die Interaktion in Webinaren auch immer gerne nehme und auch vorgeschlagen habe. Und zwar ist das eine weiße Pinnwand, auf der man ohne Anmeldung auch was reinschreiben kann. So, ich gehe jetzt mal hier in das Barcamp-Tool und wir hatten jetzt hier ein Padlet gemacht, wo wir die Session-Vorschläge gesammelt haben. Nee, das ist die Auswertung. Verdammt. Session-Planung. Und die Leute konnten dann im Prinzip ihre Vorschläge hier reinschreiben, konnten diese voten mit Daumen nach oben oder wie auch immer. Und der Kollege Michael Grunewald und ich haben dann in der Pause diese Foyerräume erstellt und diese Karten dann verschoben. Das heißt, man kann diese Karten dann problemlos dann auch einfach hier in andere Slots reinziehen, umbenennen. Und dann haben wir so eben online interaktiv den Sessionplan gemacht, genau. Und auch die restliche Planung haben wir auch über Padlet gemacht, die Auswertung und wir haben mit 7 parallelen Zoom-Videokonferenzräumen gearbeitet. Wen das interessiert, wir haben hierfür unter erwachsenenbildung-ekhn.blog haben wir nochmal auch einen Blogartikel dazu. Jetzt habe ich die Bauchbinde zu schnell weggemacht, genau. Zum Thema Online-Barcamp, unsere ersten Erfahrungen und das, was wir im Herbst-Barcamp, was am 29. September stattfindet, besser machen werden. Das heißt, wenn es euch interessiert, schaut dort einfach mal rein. Ihr könnt auch die Newsletter abonnieren, dann bekommt ihr auch Bescheid, wenn dann das neue Barcamp auch stattfindet. Gut, ich klicken wir jetzt hier mal durch. Jetzt kommt, genau, erledigt. Wie sieht es bei Miro mit dem Datenschutz aus, wenn man die Funktion Inhalt einer großen Organisation nutzen will? Bei vielen Programmen gibt es ja Bedenken, wie zum Beispiel Zoom. Ja, bei wirklich vielen Programmen gibt es Bedenken. Ich finde, sogar bei Windows 10 gibt es ganz große Bedenken. Und auch Microsoft Teams, selbst in der Edu-Version, ist jetzt letztens bei Cookheads IT-Blog in Bezug auf Datenschutz überhaupt nicht gut weggekommen. Muss man natürlich schauen, welche Anforderungen man dort stellt. Wenn die Anforderung DSGVO-Konformität ist, Privacy Shield zertifiziert, ja, das erfüllt Miro. Der Serverstandort ist auch in Irland, also in Europa. Ansonsten ist es halt englischsprachig ein amerikanischer Dienst. Aber das ist dann genauso wie bei Adobe-Diensten zum Beispiel, amerikanischer Dienst, europäischer Serverstandort.
und DSGVO-Konformität. Der Eberhard fragt, bei der kostenfreien Zoom-Anwendung gibt es für Gruppen die zeitliche Begrenzung auf 40 Minuten. Könnte man im Anschluss eine Pause und dann einfach ein neues Treffen vereinbaren? Ja, das kann man. Und das haben ja auch schon einige geantwortet. Genau, wobei es natürlich je nach Prozess immer ärgerlich ist, das zu unterbrechen. Und da finde ich, kann man direkt bei Zoom, wenn man dort den Vertrag abschließen will, monatlich bindend für 13,99 € pro Account, finde ich, ist ein Betrag, den man da für die Leistung sehr gut investieren kann. Welche Fachzeitschrift war da gemeint in Bezug auf Erwachsenenbildung? Das war, Entschuldigung, so, Forum Erwachsenenbildung. Genau, und da ist zum einen vom David Rödler ist dort ein Artikel drin zum Thema Webinare gestalten. Und von mir ist dann ein zweiseitiger Artikel drin über Mikrofortbildung und so hybride Formate. Gibt es für das Buchungsmanagement geeignete Software? Eieiei. Also wir haben das über Zoom gemacht. Das steht übrigens bei Meetings wie auch bei Webinar diese Funktion zur Verfügung. Das heißt, wenn man ein Meeting plant, gibt es ein Häkchen, ein Feld mit Registrierung erforderlich und sobald das da ist, kann man eben auch sagen, okay, die Leute müssen sich anmelden, dann werden die Daten bei Zoom im Prinzip hinterlegt. Und ich habe auch die Auswertung, wann wer wie wo teilgenommen hat. Natürlich die Daten, das sind Metadaten der Kommunikation, werden dann auch bei Zoom oder auf den Servern gespeichert. Wenn ich kleinere Gruppen habe, früher habe ich das über unser WordPress-Blog gemacht, einfach mit einem Kontakt-Plugin E-Mail-Adressen in eine Datenbank geschrieben. Das ging auch relativ schnell. Ansonsten gibt es da zahlreiche Buchungstools, die habe ich jetzt leider nicht alle ausprobiert. Dann nutze ich lieber das direkt bei Zoom. So, oieiei, ich habe 1 bis 2 Sekunden habe ich Nachlauf. Das ist bedauerlich, das ist doof. Aber ich wüsste jetzt leider auch nicht, wie ich das hier verändern kann. Von daher, das ist der Vorteil bei einer Aufzeichnung nachher bei Video. Da kann ich einfach dann auch die Audiospur noch ein bisschen verziehen, das geht. Im Moment muss man aber auch nochmal sagen, zu dieser ganzen Qualitätsgeschichte, derzeit leiden sehr viele Anbieter durch die hohe Frequenz. Ja, das heißt, wir nutzen jetzt gerade digitale Dienste, wir alle sind im Netz unterwegs und bei vielen Anbietern wird die Qualität auch reduziert. Zoom hatte im Prinzip auch bei unserem Vertrag eigentlich eine Full-HD-Übertragung, das heißt in 1080p, in Blu-ray-Qualität. Und wenn ihr mal bei uns in der Mediathek nachschaut, wir haben dort Webinare mit normalen Webcams wirklich in super Qualität, also 1080p Übertragungsrate. Und jetzt haben wir eher, ich sag mal, ja, 720p, also DVD-Qualität. Und es kommt wahrscheinlich auch mal zu so Verzögerungen, zu so Latenzen. Das ist jetzt einfach dem Geist der Zeit und der Situation geschuldet. Da leben wir jetzt mit. Wir wollen ja eh an einer neuen Fehlerkultur auch arbeiten. Gut, die Zeitschrift hatten wir auch. Auch danke, Annelie, für den Link da drin. Ich verschiebe das Ganze mal in beantwortete Fragen. Auch hier nochmal fertig. Die Profi-Version monatlich, genau, von Zoom wahrscheinlich, hat die Tabea ja schon den Link reingeschrieben. Vielen Dank dafür. Das sind 13,99 € netto im Monat oder in einem Business-Account 18 oder 18,99 €, wobei hier aber mindestens 10 Lizenzen abgenommen werden müssen. Wie kommen die Teilnehmer zu Miro? Über einen Link ist das nur in der Bezahlversion. Wie kombiniere ich das mit Zoom? Also, es ist erstmal so, ich erstelle mir einen kostenlosen Account bei Miro. Ich melde mich dort an, dann kann ich dort arbeiten. Dann kann ich Teams erstellen in Miro und andere Personen über ihre E-Mail-Adresse einladen, die sich dann auch kostenlos registrieren müssen. Und dann kann ich mit diesen Personen Teams bilden, dass man zusammenarbeiten kann. Zudem kann ich jedes Miro-Board öffentlich machen. Das heißt, das ist ein Mausklick, dann ist es über einen Link erreichbar zur Ansicht, nicht zum Bearbeiten in der kostenlosen Version. Das schicke ich euch noch allen zu. In der Bezahlversion,
kann man da, glaube ich, auch, ich sag mal, das öffentlich freischalten zur Bearbeitung. Das ist toll für eine Sessionplanung, wenn man ohne Anmeldung dann voten und mitschreiben kann über einen privaten Link. Ja, und man kann auch nochmal Post-its bewerten, also nochmal mehr Interaktionstools. Wie gesagt, diese Features sind für Bildungsbereich kostenlos, ansonsten 8 € im Monat oder sowas. Genau. Ja, Linkliste kriegt ihr natürlich zugeschickt, hatte ich ja gesagt. Was ist mit Big Blue Button als Tool für Webinare? Muss ich sagen, teste ich erst nächste Woche. Wir sind ein Arbeitskreis digitale Erwachsenenbildung und wir haben nächste Woche einen Fachtag, wo wir 8, 9, 10 unterschiedliche Webinarsysteme testen und auch für uns bewerten. Ich selber habe Unterschiedlichstes gehört, von läuft gut bis hin macht keinen Spaß, Verbindungsprobleme, kann ich, glaube ich, jetzt qualitativ nichts zu sagen. Und das wäre, glaube ich, auch der Open-Source-Szene jetzt nicht gerechtfertigt, wenn ich da eine Meinung haben würde, ohne es ausprobiert zu haben. Aber wie gesagt, ab nächste Woche weiß ich da mehr. Wie können die erstellten Inhalte auf dem Miroboard exportiert werden? Da kann man einfach ein PDF erstellen, genau, richtig. Oder ausdrucken, ganz normale Exportfunktionen. Wie kann ich bei Zoom die Musik einspielen? Das ist natürlich überhaupt kein Problem. Das hatte ich im Vorfeld ja auch gemacht, indem ich jetzt hier einfach mir Creative Commons Lizenz, lizenzierte Musik geholt habe und die jetzt hier auch einfach reinspiele. Und der... genau. Und das, was dann einfach gespielt wird, das wird dann per Zoom einfach auch mit übertragen. Kann man eigentlich sehr einfach auch mit einstellen. So. Womit habt ihr den Anmeldeprozess automatisiert? Wie gesagt, das läuft alles über das Registrierungsformat von Zoom. Einfach, wenn man eine Veranstaltung, egal ob bei Meeting oder bei Webinar plant, den Haken auf Registrieren setzen und dann kann man sich diese Felder selber zusammensetzen, was man anklicken muss und dann auch die Daten verwalten. Dann werden auch automatisiert Mails verschickt. Mit welcher Software wurde der Referent in Salzburg eingebunden? Das haben wir alles über Zoom gemacht. Genau, Aufzeichnung wurde schon geklärt. Zoom sieht übrigens für mal so, kann zwischen Formaten gewechselt werden, zu Vortrag und interaktiv. Also was nicht gewechselt werden kann, ist zwischen Zoom-Webinar und Zoom-Meeting. Das geht nicht. Aber was ich machen kann, ich gucke mal gleich hier bei den Zuschauern, der Nelson, der hebt zum Beispiel die Hand. Und ich könnte dem Nelson jetzt entweder die Sprecherlaubnis geben, ich könnte Nelson jetzt aber auch zum Diskussionsteilnehmer befördern. Dann würde er hier unter Diskussionsteilnehmer normal mit Webcam und Mikrofon auftauchen, wie wir es von Meeting kennen. Das heißt, wenn ich es möchte, kann ich jetzt alle 300 Personen dann auch zu Diskussionsteilnehmer machen und auch Interaktion drin fördern natürlich. Zoom sieht übrigens für den Moderator besser aus als Webinar to go. Das ist gut. Okay. Braucht man ein grünes Tuch für den virtuellen Zoom-Hintergrund? Nein, das braucht man nicht. Es gibt bei Zoom, wie gesagt, virtueller Hintergrund. Das schiebe ich hier mal gerade rein. Und das geht auch ohne Greenscreen. Ja, das heißt, ich habe jetzt diesen Button Greenscreen-Technik aktivieren, habe ich jetzt weggeklickt. Allerdings, wenn ich jetzt die Hand bewege, seht ihr zwischen den Händen noch das grüne Tuch. Das heißt, die Darstellung, die ist wesentlich unpräziser als über das Chroma-Key-Verfahren mit einem Greenscreen. Wenn ich jetzt hier die Hand nehme und ich merke, die Latenz, die wird immer schlimmer. Das scheint wirklich jetzt gerade an der Auslastung zu liegen. Genau, aber auf jeden Fall ist hier die Freistellung wesentlich präziser. Kann man mit mehreren Hosts arbeiten? Ja, kann man. Ich kann zum Co-Host erstellen, natürlich. Das war erledigt. Kann man das aufgezeichnete Webinar nochmal anschauen? Natürlich, deswegen zeichnen wir ja auch auf. Lassen sich via Zoom mehrere Videoquellen einbinden und umschalten? Ja, das geht auch. Und zwar... gibt es dort verschiedene Techniken für.
Eine stelle ich auch vor in dem Webinar zum Thema Technik, nämlich ein Videomischpult, das Arte Mini. Da kann ich zum Beispiel auf Knopfdruck zwischen unterschiedlichen Inputs einfach wechseln, wie ich das jetzt hier mache. Das ist jetzt ein iPad, was über HDMI jetzt auch damit angeschlossen ist. Ich kann aber auch mehrere HDMI-Geräte dort einfach anschließen. Wird jetzt einfach, gleichzeitig geht auch über eine Bild-in-Bild-Funktion, genau über dieses Arte Mini und über Multiview. Das heißt, dann kann ich auch vier unterschiedliche Quellen in einem Splitscreen im Prinzip einfügen. Aber dazu brauche ich, wie gesagt, extra Hardware. Das springt hier einfach den Rahmen. Da kümmern wir uns in einem separaten Webinar um. So, Teilnehmerbescheinigung wäre klasse. Da würde ich einfach bitten, sowas haben wir eigentlich nicht, auch für die kostenfreien Angebote. Wer das unbedingt braucht, und da hoffe ich jetzt, dass ich nicht 300 Anfragen bekomme, schickt mir bitte eine Mail. Dann mache ich das manuell, mache ich natürlich gerne. Ja, aber ich hoffe nur, dass jetzt keine 300 Mails gleich irgendwie kommen. Gut, bisherige Erfahrung mit Untertiteln. Sind sie ausreichend für Verständnis für gehörlose Menschen? Habe ich leider noch keine Erfahrungen. Wir haben aber im Oktober ein Webinar zum Thema automatisierte Live-Übersetzung. Da geht es zum einen auch um die Untertitel und zum anderen auch um Tools, die automatisch das Gesprochene untertiteln. Habe ich jetzt leider noch keine Erfahrung dazu gemacht. Genau, virtueller Hintergründe, genau, die kann man auch einfach so einblenden, ohne Greenscreen. Gibt es zu Discord. Discord ist nicht DSGVO-konform, das gehe ich direkt mal weiter. Wie groß ist der Datenverbrauch pro Zeit? Das kann ich nicht sagen. Also ich weiß ja auch nicht, wie lange pro Zeit ist. Also von daher stelle ich die einfach mal zurück. Gibt es bereits stattgefundene Webinare zum Nachschauen? Natürlich, die gibt es bei uns im Blog in der Mediathek. Da ist ein Button Mediathek und da sind alle Webinare, die wir anbieten, auch zum Nachschauen. Und da wird auch das nächste Webinar, also dieses Webinar, auch mit drin sein. So, wir nähern uns so langsam. Es kommen immer mehr Fragen nach. Ich würde jetzt einfach bitten, mit Blick auf die Uhr, ihr könnt gerne die Fragen nochmal voten, aber ich werde jetzt nicht mehr alle 34 offenen Fragen jetzt nochmal drauf eingehen können. Also von daher, guckt bitte einfach, was da ist, dass wir jetzt so die wichtigsten Fragen nochmal beachten. So, wie erfahre ich von den anderen Webinaren? Einfach über das Blog, die Facebook-Seite oder den Newsletter abonnieren. Das ist genau der normale Weg. Meeting-Einladung ohne Passwort. Dafür muss ich einfach das Meeting ohne Passwort planen. Ja, wenn ich ein Meeting plane, kann ich festlegen, brauche ich ein Passwort, brauche ich kein Passwort. Wenn ich kein Passwort festlege, kann ich auch einfach die Leute ohne Passwort zugänglich oder den Weg zugänglich machen. Wie geht Zoom mit GEMA-pflichtiger Musik um? Das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich würde ich davon ausgehen, GEMA-pflichtige Musik, diese bei Zoom in so einem Format zu streamen, gleichzeitig bei Facebook, ist eine ganz klare Urheberrechtsverletzung. Facebook ist sehr empfindlich, was das angeht. Ich spiele ja im Vorfeld immer gemeinfreie Musik ein, was ich rechtlich darf, bekomme aber jedes Mal von Facebook eine Mail wegen angeblicher Urheberrechtsverletzung, die dann von diesem ganzen Stück, was immer im Loop läuft, dann eine Minute stumm schalten. Also den Algorithmus verstehe ich nicht so ganz. Ich bin sicher, das ist CC0 lizenzierte Musik. Ja, aber da bin ich nicht, weiß ich nicht, wie der Algorithmus arbeitet. Gibt es die Umfragefunktion? Die gibt es bei Webinaren wie bei Meetings, genau. Welches Headset können Sie eins empfehlen? Da einfach bitte mal in das Miro-Board reinschauen. Da ist ein Link zur Technik und dort empfehle ich oder beschreibe ich auch die Technik, die ich habe, auch was man benutzen kann. Kann man mit Zoom-Meetings auch simultan dolmetschen? Ja, soll es, glaube ich, als neue Funktion geben, habe ich aber auch noch nicht ausgetestet, weil man hierfür einen separaten Dolmetscher braucht.
Das heißt, man kann sich dann wirklich auch Live-Übersetzung anzeigen lassen. Das ist ein ganz neues Feature, habe ich aber auch noch keine Erfahrung damit. So, kann ich eine Bestätigung? Das hatte ich vorhin beantwortet. Der erwähnte Artikel zu Teams, genau, der ist, werde ich in das Miro-Board mit reinschicken oder mit reinschreiben. Dann das Uhrzeitformat auf 24 Stunden einstellen, geht meines Wissens nach nicht. Das heißt, wenn ich dort plane, muss ich wissen, was AM und was PM ist, um eben kein Webinar mitten in der Nacht anzubieten. Und Bitte einfach mal gucken, ob schon mal Fragen da gewesen sind, weil so die Sache mit den Umfragen, die kam jetzt auch zum dritten Mal. So, und Co. kommt leider etwas zu kurz. Ja, mit und Co. war nicht die Webinaranbieter gemeint, sondern wie im Webinartext drin steht, die Tools, die mit denen ich parallel zu Zoom arbeite. Also Miro und Padlet, genau. Ja, sind vielleicht auch zu kurz gekommen, aber das liegt auch einfach auch an der Zeit und da verweise ich gerne dann auf das Webinar am Mittwoch, wenn es um Interaktion fördern geht. Aber grundsätzlich die anderen Webinaranbieter, BigBlueButton, Webinar2Go, wie sie alle heißen, die waren mit und Co. nicht gemeint. So, kann Zoom geheime Abstimmung durchführen oder wäre das das Gleiche? Genau, ich kann ja einstellen, ob die Umfrage anonym ist oder auch nicht. Also von daher ist sie in dem Sinne eigentlich schon geheim, wobei das muss man wissen, ob man das für eine Abstimmung auch haben möchte. Was ein Barcamp? Danke, Konstanze, für den Link. Zur Umfrage. Kann ich die Umfrage auch vorbereiten und später einstellen? Natürlich, das geht. Ich kann Umfragen alle machen und dann einfach abrufen, dann, wenn ich sie brauche. Das heißt, alle haben noch ein Fenster auf und arbeiten parallel, zum Beispiel auf Padlet. Genau, richtig. Also bei Online-Formaten ist es wirklich schwierig, von nur einem Screen aus teilzunehmen. Also ein zweiter Screen ist auf jeden Fall sinnvoll und ich arbeite jetzt hier eher mit drei Monitoren. Das heißt, ich habe dann hier auch nochmal eine Übersicht, wie das Ganze im Webinar selber aussieht. Das heißt, ich bin nochmal selber als Webinarteilnehmer eingeloggt, um einfach die Kontrolle zu haben und einfach auch den Überblick nicht zu verlieren. Das sind aber, wie gesagt, Sachen, da muss jeder für sich einfach auch mal gucken, wie die eigene Ausstattung ist. Was wirklich nicht gut geht, ist eine Digitalveranstaltung über Smartphone. Ja, genau, die Umfragefunktion Meeting ist die gleiche wie bei Webinaren. Welche Videokonferenzkultur können über Facebook, YouTube live gestreamt werden? Das weiß ich nicht, ob Jitsi das auch kann. Also Zoom kann das wunderbar, das Livestreaming über Facebook funktioniert klasse. Ich habe hierfür unten als Host den Button Livestream starten. Das ist bei Meeting wie auch in der Webinarfunktion, komme dann direkt auf Facebook und kann dann, wenn ich eingeloggt bin, den Stream wie einen Beitrag planen. Das heißt, entweder im eigenen Profil, auf einer Seite, in der Gruppe, kann die Zielgruppe einstellen und drücke einfach auf Übertragen und dann läuft das Ding bei Facebook durch und im Moment sind hier auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie gesagt, ich hoffe, es wurde gelesen, dass ich jetzt hier, da ich alleine bin, nicht auf die Facebook-Kommentare live eingehe. Ich werde mir die aber auf jeden Fall gleich nochmal in Ruhe durchlesen. Genau, so, ja, vielen Dank, genau, sehr gerne. So, gucken wir hier mal. Was haben wir hier noch? 49 Personen. Natürlich macht das auch nur Sinn, wenn man einen großen Monitor hat. Ansonsten sieht man auch nicht wirklich. Da empfehle ich auch immer das Umstellen bei Meetings von der Sprecheransicht und der Galerieansicht. Das geht ja rechts oben, dass man dann einfach immer denjenigen sieht, der gerade am Reden ist. Gut. So, die Möglichkeiten interessieren, wie ich mit Zoom Vor- und Nachbereitung vom Veranstaltungsteil trennen kann, Tools, um den offiziellen Stream vom inoffiziellen zu trennen. Also das geht zum einen, indem ich die Vorbereitung mit den Referenten einfach vor der Videokonferenz mache, die Videokonferenz noch schließe durch einen Warteraum, das heißt, dass die Leute noch nicht reinkommen.
Oder was ich auch machen kann, ist, wenn die Leute schon da sind, in der Meeting-Funktion, dass ich einfach eine Breakout-Session aufmache und mit meinem Referenten mal kurz rüberhusche, um das Webinar zu besprechen. Aber ich mache eigentlich die Vorbesprechung und die Vorbereitung immer 1-2 Tage vorher, einfach, dass wir auch ausreichend Zeit haben. Denn wenn da was nicht klappt, irgendwas nicht funktioniert, braucht man doch Reaktionszeit, und das ist dann kurz vor dem Webinar einfach zu knapp. So, Genau, wieder Hinweise zur Latenz, also der Unterschied Video und Audio. Obwohl beides, Bild wie auch Ton, gleichzeitig über das gleiche Gerät bei Zoom einkommt, also ich habe hier eine verschiedene Technik so gestellt, ist die jetzt leider da, also anscheinend ist das Netz gerade sehr ausgelastet, aber okay. So, ich würde jetzt noch 3 Fragen drangehen, weil wir haben jetzt auch schon 3:10. Vielleicht votet ihr einfach gerade nochmal, was euch noch so ein bisschen am Herzen liegt, während ich mir jetzt nochmal mein Wasser nachschenke, und dann werde ich nochmal die 3 Fragen mit den meisten Stimmen nochmal drannehmen, und der Rest, wie gesagt, gerne in unseren Zoom-Sprechstunden, und vieles wiederholt sich dann jetzt hier auch. So, also wie gesagt, der Datenverbrauch, da kann ich nichts dazu sagen. Ich weiß nur, Livestreaming, Veranstaltungsübertragung funktioniert auch gut über LTE. Das hat jetzt was mit der Geschwindigkeit und weniger mit dem Datenvolumen zu tun. Kann ich leider nicht sagen. Der erwähnte Titel zu Teams, den werde ich noch im Miroboard verlinken. Zur Basisversion gibt es auch die Umfragen, das ist auch richtig. Ich glaube, ein bisschen aufräumen hier. Den hatten wir schon. Vielen Dank. Breakout Rooms in der Basis-Bezahllizenz. Also die Basis ist keine Bezahllizenz, aber ich weiß, was du meinst. Ja, die Breakout-Sessions, die gibt es auch in der Basis-Variante. Von Meetings, wie gesagt, von dem Webinar-Add-on, gibt es keine Basis-Variante. Das ist ein Add-on, was man sich zusätzlich zur Lizenz kaufen muss, und dafür braucht man auch eine Bezahlversion. Was ist bei einem virtuellen Barcamp zu beachten? Da bitte einfach mal bei uns in den Blog schauen. Da habe ich einen ganz langen Artikel zu dem Thema geschrieben. Angebot Online-Barcamps, also auch mit dem, was wir falsch gemacht haben, nicht richtig gemacht haben, nicht gut gemacht haben und wie wir es das nächste Mal besser machen. Alles schön zusammengefasst in einem Blogartikel. So, ich interessiere mich für die Links, Veranstaltungen, Interaktionen. Auch einfach vielleicht hier im Blog unter Termine schauen oder unter Webinare schauen. Da sind die ganzen Veranstaltungen drin. Kann ich eine Videosequenz abspielen? Auch ja, das geht. Wie ich im Prinzip gerade Audio abgespielt habe, hier über die Freigabe, kann ich auch über den Browser ganz normales Video abspielen. Das geht auch. Zoom-Buchungstool, also ich weiß nur, dass es bei Meetings geht, wie auch bei Webinare. Ich vermute mal, dass man eine Bezahlversion braucht, bin mir aber nicht so ganz sicher, muss ich ehrlich gestehen. So, genau, aber so ist es ganz schön anstrengend, Anna, da gebe ich dir recht. Deswegen, das ist auch einfach so eine Frage, also ihr merkt jetzt so nach einer Stunde, 15 Minuten, es wird anstrengend. Also von daher viele Pausen einplanen und Raum auch für Fragen und sowas auch zu geben. Deswegen würde ich jetzt auch ganz gerne einfach mal, obwohl wir noch 24 offene Fragen und Rückmeldungen haben, an dieser Stelle jetzt auch schließen. Ich verweise ganz gerne auf unsere Zoom-Sprechstunde, die wir einmal im Monat auch anbieten, der Michael Grunewald und ich. Die Termine sind auch hier im Blog zu finden. Und da kann man dann auch gerne nochmal auf Fragen eingehen. Ansonsten, ihr könnt mir auch gerne mich anrufen oder auch eine Mail schreiben bei wichtigen Anliegen. Aber wie ihr schon gemerkt habt, Stunde 15, das ist jetzt ganz schön für so einen digitalen Input.
Maximum Grenze. Von daher würde ich jetzt auch gerne Richtung Ende kommen. Wie gesagt, vielen Dank auf jeden Fall für diese ganzen Rückfragen und auch fürs Mitmachen. Ich werde in der Mail, die nachher noch kommt, sobald die Aufzeichnung online ist, auch noch einen Umfrage-Link mitschicken, den ich jetzt hier auch noch mal kurz nicht mit reinposte. Nee, ich schicke es nachher alles per E-Mail, dann ist alles in einem, genau mit allem. Wie gesagt, sobald die Aufzeichnung da ist, kommt die Mail. Ihr findet soweit alles hier im Blog, weitere Webinarangebote, auf tolle Artikel zum Bereich Erwachsenenbildung, aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Und von daher würde ich jetzt an dieser Stelle einfach gerne schließen. Ich bedanke mich für die rege Teilnahme, für die aktiven Rückfragen, wünsche soweit ja viel Erfolg damit, auszuprobieren, auch Fehler zu machen, daraus zu lernen, sich weiterzuentwickeln, und vielleicht sehen wir uns ja auch bei dem einen oder anderen Webinar wieder. Bis dahin macht's gut und bis bald. Tschüss.